herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal wieder im Raum Aachen unterwegs. Und wenn ihr genau wissen willst, wo es hingeht, einfach dranbleiben. Und diejenigen, die abschalten wollen, Grüße, viel Spaß beim anderen Video. Und ich sag jetzt mal, los geht's. Und ja, auf in den Regen. Bis später. Herzlich willkommen an alle die, die dran geblieben sind. Ja, den Pilgerweg, den wir wieder mal gesehen haben, den haben wir jetzt verlassen. Und der läuft jetzt hier parallel. Vielleicht treffe ich ihn später nochmal. Mal gucken. Ich nutze gerade so ein bisschen die Windstille, um ein paar Informationen über den Weg generell abzugeben. Von Aachen geht es, von Aachen West Bahnhof geht es so leicht mit einem größeren Bogen, ich blende jetzt mal ein, zum Bahnhof Kohlscheid, oder beziehungsweise kurz davor. Die Strecke ist 16 Kilometer, könnte ein bisschen mehr sein, weil ich nicht ganz bis zum Bahnhof gelegt habe. Und ja, ihr seht, Wetter ist bescheiden und dementsprechend Regenklamotten an, auch mit Regenschutzhosen und allem drum und dran. So ein bisschen checken, ausprobieren für die Alpenüberquerung. Wir sind jetzt hier auf dem Schneeberg, 256 Meter hoch. Jo. Höhenmeter haben wir auch wieder ein paar dabei, diesmal nicht so viele. Ach, ja. Schön hier, gefällt mir. Naturschutz oben. So. Naturschutzgebiet. Ja, ich zeig das hier. Oh, was ist das? Krass. Jo, wenn man es haben will, ne? Ist das ein dezenter Hinweis für Wanderer? Ich weiß nicht. Der erste Höhepunkt. Jo, läuft. Ist die Niederlande. Ups, glatte Wege. So, 11 Kilometer sind es noch. Bis kurz vor Kohlscheid, also habe ich vielleicht noch Kilometer bis zum Bahnhof. Die habe ich jetzt mal nicht dazu gezählt. Ach, guck mal. Herrlich. Und Pfützen gibt es hier, ganz viele Pfützen. Da sind sie. Aber da muss man halt mal durch. Was soll man sonst rechnen bei schlechtem Wetter? Aber das ist einfach mal eine schöne Tour. Bis jetzt zumindest auf jeden Fall sehr genussvoll. Ich genieße gerade so ein bisschen den Weg hier. Ja, super. Mir gefällt mir. Kommt eine Ortschaft Orsbach, da gehen wir durch und dann machen wir schon wieder so einen Haken Richtung Kohlscheid. Gut, bis später. Es ist 7 Grad, es hat vorhin mal ein bisschen geregnet, ein kleiner Schutt, aber es saß dann auch schon wieder, seitdem ist es trocken. Ich bin im
bisschen enttäuscht. Diesmal war ich auf den Regen vorbereitet und es kommt nichts. Es geht weiter. Der Grenzrouten. Da ist es. Das Wunderschild. Gut, bis später. Ja, wir haben jetzt Orsbach durchschritten und ihr seht, die Wolken brechen langsam auf. Ich glaube, mit meinem geplanten Regenmarsch wird es heute nichts mehr. Boah, ich bin immer überlegen, ob ich mich noch irgendwo eine Stelle finde. Wenn ich noch eine Stelle finde, mich noch ein bisschen umzuziehen. Weil kalt ist es ja nicht, es sind 7, 8 Grad. Und wenn man in Bewegung ist. Ja, schön, sehr schön. Jetzt habe ich hier so einen ewig langen Feldweg vor mir. Ist natürlich dann nicht mehr so schön. Aber na ja gut, man kann nicht alles haben. Ja, noch ein wenig Wind, aber nicht so schlimm wie vorhin. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt in so einem kleinen Tal reinlaufe, wo der Wind ein bisschen etwas schwächer ist. Deutlich rede. Und ja, trotz allem, landschaftlich ist das jetzt natürlich alles, wie sagt man, Landwirtschaft. Aber ich finde das eigentlich ganz hübsch hier. Es ist alles noch ein bisschen bergig. Hat was. Ne? Gut, ich habe mal wieder genug gelabert. Wir genießen jetzt noch mal ein bisschen die Wege. Dann melde ich mich gleich wieder. Mal gucken. So, umgezogen habe ich mich. Regenklamotten sind aus. Ihr seht blauen Himmel hinter mir. Auch aus der Richtung kommt der Wind. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es in den nächsten Stunden nicht mehr regnen wird. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt umgezogen und auch das externe Mikrofon dran gemacht. Dementsprechend sehen wir uns gleich wieder. Und dann schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Bis später. Ganz gut. Ich hoffe bloß nicht, dass noch Regen kommt. Lassen wir uns überraschen. Sind jetzt noch knapp 8 Kilometer. Man merkt halt, wir sind jetzt wieder aus diesem kleinen Tal raus und schon wieder Wind stärker. Naja. Ich guck mal, ob ich da was dagegen tun kann. Ja, wie schon gesagt, der Wind kommt jetzt extrem. Wir kommen jetzt an so einem Besucherwindrad vorbei. Und ja, Sicht ist natürlich auch nicht so schön. So, jetzt geht's besser. Blauer Himmel wieder. Und da hinten, naja. Lass mal uns überraschen, ob ich wirklich richtig liege. Das sehen wir, wenn ich wieder nass bin. Oder wenn das Licht angeht. So, weiter geht's. Hier drin, in diesem Gebüsch, da ist überall der Westwall zu erkennen. Die alten Panzersperren. Ihr habt sie ja schon gesehen. Und das zieht sich jetzt hier wirklich durch. Und unten hier, das ist eine Brücke von einem Feldweg.
bin ja schon fast auf so einem kleinen, wie sagt man, Forstweg. Das ist schön nass. Aber hier gehen die Panzersperren durch. Hier geht es auch jetzt ein bisschen runter. Ein bisschen querfeld eingegangen, aber das ist ja hier in dem Gebiet hier. Oh, schon wieder fast ausgerutscht. So, was haben wir denn da unten? Das sind alte Eisenbahnschienen hier. Krass, die sind tot. Guck doch mal. Alter, geil. Was habe ich denn hier entdeckt? Dann kann man hier runtergehen. Ja, klar. Müssen wir aufpassen. Alter, geil. Ja, das ist eine alte Bahnstrecke. Die ist definitiv tot. Da geht kein Zug mehr durch. Der ist zu ungepflegt. Krass. Nee. Hier fährt kein Zug mehr. Definitiv nicht mehr. Aber hier ist ein schönes Thumbnail. Hier ist ein schönes, ne? Mal gucken. Ein bisschen Hafentour, jawohl. Ein bisschen lachen. So. Krass. Ja, haben wir wieder einen Höhepunkt gefunden hier, oder? Ja, ist ja geil. Also auf jeden Fall in diese Richtung ist die Niederlande. Und wo es in diese Richtung geht, keine Ahnung. Klar, nach Deutschland. Hahaha, wir sind ja in Deutschland. Aber dass hier eine tote Linie liegt, mit richtigen Schienen, das muss ich mal kurz überlegen. Nee, das war woanders, ne? Ich bin da schon mal, nee, das war oben in Grafenbruch. Da bin ich ja so einer toten Schiene mal entlang gelaufen. Ja, die war noch mehr zugewachsen. Cool, also hier diese Richtung Westwall, diese Richtung eine tote Eisenbahnlinie. So, jetzt gehen wir den Berg wieder hier hoch. Gehen dann über die Brücke und dann jetzt auf der anderen Seite weiter. Boah, schönes Highlight. Und die Sonne kommt raus. Und ich wollte eine Regentour machen. Das ist so krank. Gut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich glaube zu wissen, was das für ein altes Gleis ist. Aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Das könnte noch so ein, wird anscheinend noch benutzt. Aber nur für ein Eisenbahnmuseum. Dass da ab und zu mal ein Zug hoch und runter fährt. So habe ich es rausgelesen. Ich muss ab und zu mal gucken. Ich habe immer das Gefühl, es kommt ein Auto hinter mir. Ja, mal ein Anblick, wa? Guck ich das mal an hier. Ja. Richtig schönes Wetter auf einmal. Richtig schönes Wanderwetter. Herrlich. Blau-weißer Himmel. Und ich habe Regenklamotten mit. Einmal hat es ein bisschen geregnet. Aber weh, du hast keine dabei. Es ist so geil. Oh, 11,4 Kilometer haben wir hinter uns gelegt und noch knapp 4,6 Kilometer noch vor uns. Das passt doch. Ich muss mal wieder ausweichen. Ups. Ja, es ist jetzt natürlich nicht mehr so viele Höhepunkte hier. Viel Wind. Ich hoffe, da drüben kommt kein Regen. Matschige Wege, aber das wollte ich ja auch. Herrlich. Auf der anderen Seite sieht es richtig dunkel aus. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Auf der Seite. Gut, vor uns sieht es auch wieder ein bisschen dunkel aus. Naja, schauen wir mal. Ja, wie ihr seht, habe ich noch mal Regenjacke angezogen, weil hinter uns könnte es noch ein bisschen Regen kommen. Könnte uns ein bisschen streifen. Ich habe zwar jetzt die Regenjacke, die Regenschutzhose ausgelassen und bin gerade hier auch so ein, boah, jetzt blende ich die Sonne, so ein Weg hier unterwegs. Der müsste aber jetzt eigentlich wieder in einen anderen Weg münden, wo ich lang muss. Und dann geht's weiter.
Ich habe noch Regen abbekommen. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen mehr als Zugabe. Naja, gut. Wir sind gleich am Ziel. Da melde ich mich gleich nochmal. Endpunkt angekommen, machen wir jetzt Schluss und Feierabend. Ich gehe jetzt zum Bahnhof nach Kohlscheid, fahre mit dem Zug zurück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, die Glocke, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und auch einen Kommentar nicht vergessen. Und da sage ich jetzt Tschüss, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Michael vom Kanal MMT on Tour. Feierabend.